Hören Sie, ich glaube, Sie bringen sie gerade. Ist das das Mädchen? Ja, das ist sie. Dahin dann bitte. Los, beeilen Sie sich. Doktor, mein Name ist Nick Hartley. Ich bin der Verlobte von Kelly. Mr. Hartley, ich kann Ihnen jetzt wirklich noch gar nichts sagen. Tut mir leid, da hilft nur warten. Du musst durchhalten für mich, Kelly. Und gib nicht auf. Das werde ich keinesfalls unterschreiben. Doch, das wirst du, Gina. Niemals werde ich zulassen, dass du mir Brandon wegnimmst. Und mit der Annullierung unserer Ehe bin ich ebenso wenig einverstanden. Weder das eine noch das andere wird geschehen. Wenn dir auch nur ein bisschen an Brandon liegt, willst du doch wohl das Beste für ihn. Du glaubst doch etwa nicht im Ernst, ich lasse Brandon in diesem Tollhaus. Schon bei dem Gedanken wird mir schlecht, dem kleinen Kerl so etwas anzutun. Besser wäre gewesen, nachzudenken, bevor du mir diese Spritze geben wolltest. Das kannst du nicht beweisen. Setz dich hin, Gina. Dann eben dein Wort gegen meins. Das Gericht wird mir glauben. Das Gericht? Das glaubst du doch selbst nicht. Du würdest mich doch niemals... Genau das werde ich tun. Du unterschreibst jetzt diese Papiere, oder ich bringe dich wegen versuchten Mordes für 20 Jahre ins Gefängnis. Das ist nicht dein Ernst. Du bist ja verrückt. Dazu hast du kein Recht. So? Kein Recht? Ich habe jedes Recht dazu. Du hast versucht, mich umzubringen. Aber ich gebe dir noch eine Chance, Gina. Das ist weit mehr, als du eigentlich verdienst. Du wirst deine Freiheit behalten und ich behalte Brandon. Denn zufällig liebe ich ihn sehr. Und zufällig weiß ich, auch wenn du es nicht zugibst, du warst wirklich ein dürftiger Ersatz als Mutter. Sissi, jetzt hör zu, bitte. Hör zu, ich tue alles, was du verlangst. Ich bitte sogar, wenn du willst. Das kannst du dir sparen. Es würde sowieso nichts mehr ändern. Also setz dich endlich hin. Wir verschwenden bloß unsere Zeit. Brandon! Brandon! Brandon, komm her! Was tust du da? Ich lass nicht zu, dass du mir mein Baby wegnimmst. Wenn ich ihn verliere, bin ich im Gefängnis besser dran, aber am liebsten wäre ich tot. Brandon! Oh. Mami! Mami, was ist los? Ich wollte dich nur mal sehen, mein kleiner Schatz. Wieso? Du weinst ja. Ach, was? Nicht nötig, Rosa. Ich wünsche keine Unterbrechung. Mami, ist was passiert? Frag deinen Vater. Bestimmt wird er es dir liebend gern erzählen. Gina, du bist ganz ruhig, ja? Kein Wort mehr. Du unterschreibst diese Papiere. Oder du wirst Gelegenheit haben, herauszufinden, ob du lieber ins Gefängnis gehst oder lieber tot wärst. Ja, richtig. Das kann auch sein. Entschuldigen Sie bitte, ich bin auf der Suche nach meiner Schwester. Sie heißt... Ich wollte dich gerade anrufen. Und, ist Kelly hier? Du hast schon gehört, dass... Ja, ein Freund von mir ist Rettungsschwimmer. Er hat angerufen. Was ist denn überhaupt passiert? Wir waren auf dem Boot und sie ist ins Wasser gefallen. Ich habe so schnell ich konnte versucht, sie rauszuholen. Ja, und? Erzähl weiter. Sie ist noch nicht wieder zu sich gekommen, trotz Mund-zu-Mund-Beatmung. Oh Gott. Was ist mit dir? Ich bete zu Gott, dass sie ohne Schaden davonkommt. Erzähl mir, wie es passiert ist. Es war möglicherweise meine Schuld, aber ich... Du bist schuld? Wieso? Nick, man hat mir gesagt, dass sie Kelly eingeliefert haben. Was ist passiert? Das versuche ich ja gerade rauszukriegen. Mason, wach doch endlich auf. Janice? Ah, ja, Mason. Was ist, respektierst du uns noch? Das habe ich noch nie. Wie bist du denn reingekommen? Ganz schön dreist, hier einfach so reinzuschneien. Oh, Janice, wenn du wüsstest, wie es mir geht, hättest du bestimmt das Bedürfnis, mich in die Arme zu schließen und mich ganz sanft zu wiegen. Was ist passiert? Weißt du, wir waren auf dem Weg ins Hotel. Und beinahe wäre ich am Steuer eingeschlafen, also haben wir doch lieber angehalten. Und festgestellt, dass wir zufällig in der Straße sind, wo du wohnst. Tja, wie das Leben so spielt, was soll man da tun? Darf ich mit unter deine Dusche? Wollte ich natürlich sagen, wenngleich es zu zweit netter ist. Oh nein, danke, dann ziehe ich es doch vor, deinem Freund Gesellschaft zu leisten. Mit mir kann man sich aber besser unterhalten. Und er sieht besser aus als du. Mhm. Der Pappkamerad hat auch noch andere Vorzüge gegenüber dem Lebendigen. Man kann ihn nämlich nicht verletzen. Wo warst du gestern Nacht? Oh, ich glaube, ich war in der Hölle, Janice. Denn mein Vater war auch da.
Rosa, bringen Sie den Jungen in die Küche. Oh nein, nein, tun Sie es bitte nicht. Gina, ich bitte dich, mach's nicht noch schlimmer für ihn. Mami, geht's dir auch gut? Ja, mein Schatz. Ja, mir geht es gut. Ich... Geh nur mit Rosa, geh nur. Komm, Schätzchen, wir gehen. Sie möchten sich unterhalten. Mami! Geh jetzt, ich komme in ein paar Minuten nach. Na komm schon, komm jetzt. Wir wollen es zu Ende bringen, Gina. Gibst du mir bitte dein Taschentuch oder ist das zu viel verlangt? Bist du endlich einverstanden? Nein. Nein, ich kann einfach nicht glauben, dass du mir das antust. Ich bin doch deine Frau. Ich kann der Annullierung nicht zustimmen. Das bedeutet, alles zu leugnen, was uns verbunden hat. Oh, Gina. Gina, uns beide hat doch nun weiß Gott wenig genug verbunden, wie du es nennst. Unsere angebliche Ehe ist doch schon längst keine mehr, seit ich weiß, was du für eine bist. Ich gebe zu, ich habe Fehler gemacht. Jeder Mensch macht Fehler. Fehler? Fehler nennst du das? Was ist denn daran so schlimm? Was in aller Welt habe ich getan, das so verabscheuenswert ist, dass du mir jetzt meinen Sohn wegnehmen willst? Wenn du es genau wissen willst, dann fange ich am besten ganz vorne an, liebe Gina. Du hast mich angelogen. Du hast mir erzählt, dass du schwanger bist, damit ich dich heirate. Du hast mit meinem Sohn geschlafen. Dann wurdest du drogensüchtig und hast unverantwortlich, wie du bist, dadurch Brentons Leben gefährdet. Aber... Es würde zu weit führen, wollte ich dir alle deine Lügen aufführen. Aber ich werde nie und nimmer vergessen, dass du versucht hast, mich umzubringen, nachdem ich den Schlaganfall hatte. Ja, übrigens auch etwas, wozu du auf deine armselige Art und Weise einen Teil beigetragen hast. Und wenn du jetzt denkst, dass ich hart und unversöhnlich bin, bitte vergib mir. Du hast mich nie geliebt, Cici. Und ich dachte doch tatsächlich, dass ich habe dich jedenfalls sehr gemocht. Du sollst nicht denken, du sollst schreiben, denn langsam verliere ich die Geduld. Du versuchst mir meinen Sohn wegzunehmen. Nein, mir geht es vor allem darum, Brentons Gefühle zu schonen. Ich möchte nicht, dass man dem Jungen wehtut. Und ich will ihm ersparen, vor Gericht auszusagen. Ja, und ich musste weitertauchen. Zuerst habe ich sie nicht gesehen, denn sie war eingeklemmt unter dem Boot. Oh nein. Wie geht's ihr? Wir wissen es noch nicht. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, wie sie überhaupt über Bord fallen konnte. Sie ist ausgerutscht, Ted. Das habe ich doch gesagt. Oh, sie ist ausgerutscht. Warum ist sie ausgerutscht? Es reicht, Ted. Er hat doch jetzt wirklich genug gesagt fürs Erste. Komm, Nick. Ruh dich ein bisschen aus. Setz dich dahin. Hey, hey. Immer mit der Ruhe, Ted, okay? Ja, du hast gut reden, Cruz. Hier geht es um meine Schwester. Ich weiß hey, doch, was ist los hier? Dylan. Hey, Nick! Hey! Oh, durchdrehen, ganz ruhig, Mann. Lass mich los. Was zum Teufel ist da draußen passiert? Bist du auch durchgedreht? Was hast du mit ihr gemacht? Sie vom Boot geschubst? Los, raus hier, Dylan. Wieso nicht er? Wieso ich? Er muss mir ein paar Fragen beantworten. Sofort aufhören, alle beide. Meine Tochter kämpft um ihr Leben und ihr benehmt euch wie Kinder. Das reicht jetzt. Schluss damit. Sorge dafür, dass er abhaut, Cruz. So wie du wieder friedlich bist. Los, komm, wir machen einen kleinen Spaziergang. Wieso denn aber? Wieso nicht mehr? Ich möchte niemanden festnehmen müssen, verstanden? Gut, also dann gehen wir jetzt. Wie ist das passiert? Was hat er gesagt? Sie ist wohl ausgerutscht. Vielleicht ist sie das, vielleicht aber auch nicht. Was willst du damit sagen? Nick war außer sich, als sie das Casino verlassen haben. Er hat sie geradezu rausgezerrt, das hat er dir doch sicher gesagt. Dylan, ich kenne doch Nick. Er mag noch so wütend gewesen sein, aber er würde nie so die Kontrolle und verlieren. Und du das, was er gerade getan hat? Hatte er sich da unter Kontrolle? Na gut, vielleicht hat er sie nicht runtergestoßen. Möglicherweise nicht absichtlich, Cruz. Vielleicht ist er aus der Haut gefahren und hat sie geschlagen. Ich würde vorschlagen, dass du dich jetzt verziehst und am besten du kommst so schnell zu, Cruz. Ich habe Kelly sehr gern. Und ich habe noch ein paar Fragen. Ich stelle ihr die Fragen. Und dass du Kelly magst, habe ich mir schon fast gedacht. Sind wir nicht alle deswegen hier? Inspektor Castillo? Ja? Kann ich Sie für einen Augenblick sprechen? Es geht um Miss Capwells Zustand. Wissen Sie, ich bin nur ein Freund von Kelly. Sie sollten erst mit der Familie reden. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Ich will in Ihrer Eigenschaft als Polizist mit Ihnen reden. Es handelt sich um die Art Ihrer Verletzung. Ted, wird es dir was ausmachen, mich einen Moment mit Nick allein zu lassen? Nein.
Kannst du mir sagen, was passiert ist? Wie oft soll ich's denn noch erzählen? Na gut. Wir waren auf dem Wasser. Ich will wissen, was passiert ist, bevor ihr ans Wasser seid. Was war im Casino? Dylan sagt, dass du dich mit Kelly total in der Wolle hattest. Ich will wissen, warum. Was hat dir denn mein Bruder sonst noch erzählt? Was hat er dir gesagt? Sonst nichts. Was ist passiert? Müssen wir das ausgerechnet jetzt erörtern? Warum nicht jetzt? Irgendwann musst du sowieso sagen. Wir waren alle draußen im Casino und da hat Dylan mir erzählt, dass er mit Kelly geschlafen hat. Da warst du bestimmt sauer. Natürlich war ich sauer. Doch vor allem wollte ich von ihr die Wahrheit hören, deshalb sollte sie mit aufs Boot. Du hast ihm also nicht geglaubt. Ich tue es noch nicht. Nicht bevor Kelly sich dazu geäußert hat. Okay, jetzt erzähl mir, wie sie gefallen ist. Sie hat den Motor abgestellt und wollte mit mir reden. Und ihr habt euch gestritten? Wir haben geredet. Ich habe die Hand ausgestreckt, um sie zu streicheln. Da ist sie vor mir zurückgewichen, ausgerutscht und seitlich über Bord gefallen. Genau so ist es. Was ist? Wieso guckst du mich denn so komisch an? Ich muss dir jetzt leider eine unangenehme Frage stellen, Mann. Hast du Kelly zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Auseinandersetzung, hast du sie da geschlagen? Ist das dein Ernst? Nie, nie könnte ich Kelly schlagen. Okay. Ich musste das fragen, entschuldige. Wie kannst du sowas fragen? Wie kannst du bloß denken, dass... Hey, schon gut. Wie wär's denn mit einem kleinen Hallo? Hallo, und wer ist unter der Dusche? Mason. Ja, ich hätte gerne ein paar Informationen über eine Patientin. Kelly Capwell. Sie haben keine? Wie meinen Sie das bitte? Dylan, ist Kelly im Krankenhaus? Was ist denn passiert? Kelly war auf einem Boot mit Nick. Sie ist von Bord gefahren und wäre fast ertrunken. Noch ist sie bewusstlos. Was? Wie konnte sie ins Wasser fallen? Ja, das weiß ich auch nicht, aber es ist meine Schuld. Eben hast du gesagt, sie war mit Nick zusammen. Wovon redest du eigentlich? Ich hatte Nick kurz vorher erzählt, dass ich mit Kelly geschlafen habe. Oh, Dylan. Es ging nicht anders. Sie wollte es ihm ja nicht sagen. Da habe ich beschlossen, ich sag's ihm. Du willst doch immer mit dem Kopf durch die Wand. Nick war unglaublich wütend auf sie. Ich weiß nicht, ob er sie geschlagen oder geschubst hat. Keine Ahnung. Vielleicht war sie so aufgeregt, dass sie gestolpert ist. Wieso tust du das? Du denkst immer zuerst an dich selbst und dann erst vielleicht an den Rest. Halt. Ich tue das doch gar nicht für mich. Ich tue das für sie. Ich meine sie. Sieh dir das an. Da. Sieh genau hin. Ein Batzen Geld. Von der Eröffnung. Ich meine, das Casino wird bestimmt eine Goldgrube. Wir waren einfach genial gestern Nacht. Wie kannst du in diesem Augenblick ans Geld denken? Weil, Janice, ich könnte ein Vermögen machen und doch würde es mir gar nichts bedeuten. Jedenfalls nicht ohne Kelly. Ich will sie unbedingt haben. Und das hier wird helfen. Es wird sogar sehr helfen. Du bist wirklich unmöglich, Dylan. Kelly ist ja, wie du weißt, sehr reich. Schon immer gewesen. Solche Frauen brauchen Geld, ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Und ich werde dafür sorgen, dass sie es bei mir hat. Ich überhäufe sie mit Geld, mit Reisen und Abenteuern, mit allem, was sie sich wünscht. Trägst du vielleicht nicht zu dick auf? Sie ist eine Capwell, vergiss das nicht. Denkst du, du kannst dir mit Geld den Weg in diese Familie erschleichen? Warte es nur ab, Janice. Nicht nur du wirst staunen, auch Nick. Und vielleicht sogar die Capwells, du wirst sehen. Ich werde ihr beweisen, dass ich der richtige Mann für sie bin. Ich will sie und ich krieg sie auch. Der richtige Mann für wen, bitte, Dylan? Wen wollen Sie haben? Na, das war doch gar nicht so schwer, oder? Ich kann nicht glauben, dass du das tust. Ich versichere dir, ich will nur das Beste für Brandon. Wenn du ihn so liebst, wie du sagst, dann muss das auch dein Bestreben sein. Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn anfangen soll. Ein neues Leben. Wer weiß, vielleicht sogar ein besseres. Ohne die Last mit einem Kind zu haben. Wie kannst du bloß so gefühllos sein? Sicher hältst du mich jetzt für unmenschlich. Aber ich bin's nicht. Ich weiß wohl, wie weh das tut. Aber schuld daran ist nur du.
Kann ich ihn noch mal sehen, bevor ich fortgehe? Das halte ich nicht für gut. Kann ich nicht wenigstens auf Wiedersehen sagen? Hör auf damit. Was soll das noch bringen? Sissi, ich werde dich nie wieder um was bitten. Nur dieses eine Mal noch. Ich will doch nichts weiter als dem Jungen diese Szene ersparen, wenn es irgend geht. Es ist doch auch gar nicht so, dass du ihn nie mehr sehen wirst. Du hast zwar das Sorgerecht mir überschrieben, aber du darfst ihn besuchen. Und wieso kann ich mich dann nicht verabschieden? Sissi? Kirk, du musst mir bitte helfen. Er will mir Brandon wegnehmen und ich darf mich nicht mal verabschieden. Bitte tu was, bitte hilf mir. So sag doch was. Sissi, das ist doch nicht viel, was sie da von dir verlangt. Na gut, Kirk, weil du es bist. Er ist in der Küche. Würdest du ihn bitte holen? Ja, gern. Das ist das letzte Mal, Gina, das allerletzte Mal, dass du sowas mit mir machst. Aber ich bin sicher, du findest einen anderen Millionär, an den du dich anhängen kannst. Brandon, Schätzchen, Mami, du weinst ja schon wieder. Ich weiß, aber mach dir nichts draus. Jetzt hör mir zu, ja? Hör schön zu, was ich sage. Du bist so ein lieber Junge, Brandon. Ich möchte, dass es auch in Zukunft so ist. Und sei bitte immer schön vorsichtig. Auch wenn ich nicht da bin und nicht aufpassen kann. Aber das hört sich an, als ob du weggehst. Ja, das tue ich, mein Schatz. Aber ich komme dich besuchen. Ich bin in deiner Nähe. Auch wenn wir uns nicht mehr so oft sehen, so bleibe ich doch deine Mami, ja? Denn da drin, in deinem Herzen, werde ich immer deine Mami sein. Ich will nicht, dass du weggehst. Ich will auch nicht weggehen. Und jetzt musst du ganz tapfer sein. Gib deiner Mami einen Kuss zum Abschied. Das werde ich dir nie verzeihen, Sissi. Das werde ich dir heimzahlen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Gehst du jetzt ins Krankenhaus? Ja, wer weiß, vielleicht kann ich irgendwas tun. Ich möchte mitkommen. Ja, gut, meinetwegen. Mason, ich muss ganz dringend mit dir reden. Gina, tut mir leid, ich bin anderweitig verpflichtet. Sissi führt sich auf wie ein Wahnsinniger. Du musst mir helfen, er hat mir Brandon weggenommen. Wie hat er das angestellt? Er hat mich gezwungen, einen Vertrag zu unterschreiben. Was heißt gezwungen? Ach, das spielt doch keine Rolle. Worauf es ankommt, ist, dass ich deine Hilfe brauche. Gina, da muss ich dich leider enttäuschen. Mein Einfluss auf meinen Vater ist so gering wie nie zuvor. Abgesehen davon hat der Brandon wahrscheinlich den Gefallen seines Lebens getan. Als Mutter hast du ihm jedenfalls mehr geschadet als genutzt, Gina. Wie das überhaupt so deine Art ist. Sollten wir nicht langsam Bescheid wissen? In solchen Fällen ist das nicht außergewöhnlich. Gott sei Dank hat Nick so schnell reagiert. Hey. Wenn wir nur nicht diese Auseinandersetzung gehabt hätten. Nick, du bist nicht Gott. Du bist nicht verantwortlich für jeden Unfall, der irgendwo passiert. Und ich weiß, dass du ihr nicht wehtun wolltest. Dad, da bist du ja. Was ist mit Kelly, Dad? Wir wissen nichts Genaues. Sie wird noch untersucht. Ein EEG, der Sauerstoffgehalt im Blut wird gemessen, die Atmung überprüft und so weiter. Los, verschwinden Sie von hier. Dad, bitte. Ich komme nicht in die Nähe meiner Tochter. Raus hier! Sissi, ich werde hinausgehen, wenn Sie darauf bestehen, aber Sophia hat ja wohl... Ich bin Kellys Mutter und ich habe ja wohl das Recht, hier zu sein. Und du hältst dich von mir fern. Was war da mit dem Telefon los? Ich wollte anrufen, da haben Sie mir gesagt, es wäre abgeschaltet. Das war's. Ich wäre beinahe losgefahren, dich holen. Wieso war es denn überhaupt abgeschaltet? Ich wollte eine längst überfällige Angelegenheit mit Gina zu Ende bringen und dabei nicht unterbrochen werden. Würdest du mir bitte einen Arzt suchen? Ich will wissen, wie es Kelly geht. Ich will endlich einen Arzt sprechen. Ja. Sissi, du hast doch gerade Gina erwähnt. Ja, Santana, ich habe ihr Brandon weggenommen. Für mich ist die Sache mit Gina endgültig vorbei. Ja, wirklich? Hast du vielleicht auch schon über Brandons Zukunft entschieden? Santana, bitte, jetzt nicht. Ich kann jetzt nur an Kelly denken. Versteh das bitte. Hast du das gehört? Ja. Cruz, ich habe jetzt vielleicht eine Chance, Brandon wiederzukriegen. Ich gehe gleich zu ihm. Ich kann's nicht erwarten. Wir sehen uns später. Santana. Was hast du denn von mir erwartet, Gina? Sollte ich mich etwa mit Sissi anlegen?
Allerdings, Kirk. Was ist denn los, Kirk? Unsere Verabredung, die Partnerschaft, auf die du so heiß warst. Ich habe weder versprochen, dir deine verdammte Ehe zu retten, noch Brandon. Du sagtest doch, dass du mir hilfst, herauszufinden, was Cici mit mir vorhat. Und was ist mit all dem, was du für mich tun wolltest? Du hast ja auch kein Bein ausgerissen für mich, würde ich sagen, oder? Du hast mich verraten, Kirk. Das werde ich dir heimzahlen, das schwöre ich dir. Ich werde Cici alles erzählen. Zu dumm, dass du keine Beweise hast. Das ist mir egal. Ich werde ihm erzählen, dass du mir geholfen hast, den Stecker rauszuziehen. Du warst doch auch da, nicht nur Eden. Und du meinst, dass man dir das glauben wird? Warum denn nicht? Jeder Einzelne aus dieser großen Familie hat dir gegenüber Vorbehalte. Ja, bis hin zu deiner Frau. Aber diese Ehe ist doch sowieso nur ein Mittel zum Zweck. So, Gina, das reicht jetzt. Du hast genug geredet. Du wusstest die ganze Zeit, was Cici mit mir vorhatte, oder? Nein. Ich glaube dir kein Wort. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass jemand Mrs. Cranston erklärt. Ihr erklärt, mit welchen Lügen du sie in dein Bett geholt hast. Gina, du wirst jetzt auflegen. Nein, ich denke nicht daran. Eden sollte ruhig wissen, dass sie ihrem Vater nie was antun wollte. Sondern, dass du ihr bloß eingeredet hast, dass sie ihren Vater ermorden wollte. Ach, du legst jetzt auf! Oh, Brandon! Mein Schatz, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Vielleicht bleibe ich den Rest des Tages bei dir, dann können wir uns ganz viel erzählen. Hast du dazu Lust? Ich habe solche Angst. Es gibt doch gar keinen Grund, Angst zu haben. Meine Mami hat geweint und dann ist sie weggegangen. Und niemand will mir sagen, wieso ich nicht mit ihr gehen kann. Oh, Brandon, Schatz, sieh mich an. Cici, dein Daddy, hat mir gesagt, dass deine Mutter gerade nicht ganz gesund ist und dass sie ins Krankenhaus muss. Vielleicht dauert es ja nur eine klitzekleine Weile. Vielleicht aber auch etwas länger. Das wissen wir noch nicht sicher. Das ist aber auch schon alles, Schatz. Rosa? Ja? Kann ich in mein Zimmer gehen? Aber natürlich, geh nur. Mama, ist das wahr, das mit Gina? Nein, Cici wollte, dass ich es so erzähle. Oh, Santana, ich mache mir solche Sorgen um das Kind. Ich fürchte, Cici weiß nicht, welche Konsequenzen seine Entscheidung für den Jungen haben kann. Es ist Zeit, dass Brandon die Wahrheit erfährt. Er braucht jetzt seine richtige Mutter, findest du nicht? Das ist doch Cicis Entscheidung. Ich glaube, er gibt mir recht. Es ist das Sinnvollste, mich jetzt für Brandon sorgen zu lassen. Du solltest keinesfalls zu voreilig sein. Der kleine Brandon hat viel durchgemacht heute. Das kann nur Cici entscheiden. Mama, musst ausgerechnet du mich auch noch entmutigen? Ich werde nicht verlieren, dieses Mal nicht noch einmal. Ich weiß, du wartest darauf schon sehr lange. Ich habe mehr getan, als nur gewartet. Ich habe es mir so gewünscht, jeden Tag. Tag für Tag. 8 Jahre lang habe ich davon geträumt, für ihn da zu sein. Und jetzt, nach so vielen Jahren, habe ich endlich die Chance, diesen Traum in Erfüllung gehen zu lassen. Mama, bitte. Bitte freu dich doch mit mir. So wie du das sagst, muss ich es ja. Mr. Catwell, ich habe es Ihnen doch gesagt. Für Ihre Tochter wird alles getan. Ich will getan. Ganz genau wissen, was getan wird. Und zwar sofort. Und ich auch. So, ein ganzes Ärzteteam kümmert sich um Miss Capwell. Die Tests sind leider noch nicht beendet. Ihre Atmung wird ständig aufs Sorgfältigste überwacht. Ebenso der Sauerstoffgehalt im Blut. Es tut mir leid, aber über bleibende Schäden wegen des vorübergehenden Sauerstoffmangels im Gehirn können wir nichts sagen. Wenn es Neuigkeiten gibt, setzen wir sie in Kenntnis. Ja, ist gut. Haben Sie vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Und du bist auch noch da. Allerdings, und ich bleibe noch länger. Im Gegensatz zu dem Bild, das du von mir hast, liebe ich meine Familie. Bleib ruhig, Sophia. Bleib ruhig. Dr. Lee. Dr. Lee, bitte auf die Intensivstation. Das ist schon mal passiert. Erinnerst du dich? Weißt du es nicht mehr? Es war ein Whale. Kelly und die anderen Kinder waren mit uns an diesem Tag beim Schlittenrennen. Sie war fast noch ein Baby, aber sie wollte ja so gerne mit uns gehen.
Ich werde nie dein Gesicht vergessen, als du mit ansehen musstest, wie der Schlitten an den Baum gerast ist. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so etwas wie Angst an dir bemerkt habe. Kelly hatte furchtbare Schnittverletzungen. Ich werde meinen Lebtag nicht vergessen, wie behutsam du sie aufgehoben hast und wie du dann mit ihr auf den Armen losgerannt bist, um Hilfe zu finden. Und dann erinnere ich mich an etwas Eigenartiges. Eigentlich hat man in einem solchen Fall Angst. Aber ich hatte kein bisschen Angst, denn ich wusste, bei dir ist sie gut aufgehoben. Ja, das waren sie. Sophia, ich möchte etwas sagen. Obwohl unsere Ehe, weiß Gott, manchmal die Hölle war, danke ich dir dafür, dass du mir meine Kinder geschenkt hast. Geschenkt ist ja wohl nicht ganz der richtige Ausdruck, Sissi. Es sind auch meine, oder? Doktor, gibt's irgendwas Neues von Kelly? Doktor, können Sie uns jetzt etwas sagen? Er spricht alles dafür, dass sie durchkommt und wieder gesund wird. Das klingt gut. Kann ich zu ihr? Nein, Sir, Ihre Tochter hat jetzt absolute Ruhe nötig, jedenfalls für eine Weile. Aber alle unsere Tests deuten darauf hin, dass sie keine Probleme haben wird mit der Sauerstoffdeprivation. Es war ein ausgesprochenes Glück, dass Sie richtig reagiert haben, Mr. Hartley. Aber können wir Sie sehen? Tut mir leid, nein, nicht in den nächsten Stunden. Sie entschuldigen mich. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich weiß es einfach nicht. Nick, was ich da vorhin gesagt habe, tut mir leid. Ist okay. Nein, es ist nicht okay. Ich weiß, dass du Kelly nichts tun würdest. Entschuldige bitte. Dad, wir dürfen sie doch sowieso nicht sehen. Fahr nach Hause. Ruh dich ein bisschen aus. Okay. Ich bleibe hier und rufe dich an, wenn sich was ändert. Ich komme wieder. Das schreiben Sie ihm bestimmt mal auf den Grabstein. Cruz, es ist großartig. Es ist großartig. Es geht hier gut. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie mir mein Baby zurückgegeben haben. Danke, dass du zurückgekommen bist. Was führst du im Schilde, Augusta? Scheidung ist der einzige Gedanke, der meine wachen Stunden beherrscht. Was ist, wenn du schläfst? Träumst du auch davon? Ich will alles mit einem Minimum an gegenseitigen Vernichtungsfeldzügen abwickeln. Du weißt ja, das Gesetz sagt, dass ich dir die Hälfte von allem zu geben habe und ich habe nicht vor, das kalifornische Zivilrecht herauszufordern. Die ist uns ja zu Genüge bekannt, eine Gesetzestreue. Vor allen Dingen mir. Und außerdem ist ja Untreue kein Straftatbestand mehr heutzutage, wenn ich nicht irre. Willst du unbedingt einen Streit vom Zaun brechen, August? Oh, Entschuldigung. Vergib mir doch bitte diesen kleinen Lapsus, aber alte Gewohnheiten sind nur schwer auszurotten. Sei nachsichtig. Nur heute. Können wir nicht einfach über unsere Vereinbarung reden? Aber gern, was hältst du von 50-50? Einverstanden. Gut, ich habe ein bisschen zusammengerechnet und ich mache dir einen Vorschlag. Ich glaube, es ist wohl am besten, wenn ich die Kunstsammlung behalte und du das Land. Das kommt aufs Gleiche raus. Bitte, ich höre wohl nicht richtig. Du willst meine Kunstsammlung? Unsere, wenn's recht ist. Und ich kann dir auch erklären, wieso. Weil sie nämlich im Wert unserem Grundbesitz in etwa entspricht. Auf ein oder zwei Picassos kommt's mir nicht an. Kommt gar nicht in Frage. Ich behalte meine Kunstsammlung und du kriegst das Land. Tut mir leid, nein. Augusta! Warum bist du so geschockt? Was soll eine Frau wie ich mit einem Haufen brachliegendem Ackerland? Mir ist völlig egal, ob du eine Hühnerfarm oder alternativen Weizen aufziehst. Aber du wirst nie und nimmer Hand an meine Kunstsammlung legen. Unter Umständen ist das Gericht dann der Anfang. Dann lass uns in den Kampf ziehen, wenn du willst. Wieso nicht? Ich habe mich lang genug darauf vorbereitet. In dieser Sammlung stecken drei. Drei Leben dreier Generationen. Meines, das meiner Mutter und das meines Großvaters. Lieber falle ich tot um.
bevor ich zulasse, dass du Hand auch nur an eine der Lithografien legst. Das sind ja herrliche Zukunftsaussichten. Gut, dann kämpfen wir eben um Leben oder Tod, wie in alten Zeiten. Augusta, dir muss doch klar sein, dass du nicht gewinnen kannst. Ist das wieder ein Bluff von dir? Was soll das? Fordere es nur heraus. Ich fordere es heraus. Wann? Genau jetzt. Bestens, dann kann das Spiel ja beginnen. Lionel, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um Leben und Tod. Gina, tut mir leid. Ich habe überhaupt keine Zeit. Sie hat mir Brandon weggenommen. Er will ihn jetzt ohne mich großziehen und ich weiß, Sie wären dagegen, dass er Brandon in eine kleinere Ausgabe von sich selbst verwandelt, oder? Sagen Sie doch endlich was. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was ist los? Lassen Sie meinen Sohn jetzt fallen, bloß weil Sie wissen, dass er kein Blutsverwandter ist? Nein, Gina, das spielt überhaupt keine Rolle und das wissen Sie und dass ich ihn lieb gewonnen habe, Ihren Brandon. Aber CC hat das Sorgerecht, so viel steht fest. Er hat ihn immerhin adoptiert, das heißt, er hat das Sagen. Gina, was ist mit Ihnen? Möchten Sie darüber sprechen? Tag. Santana, du hast ihn besucht. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Sissy. Wie geht's, Kelly? Die Ärzte sagen, dass er wieder völlig gesund wird. Oh, Gott sei Dank. Ich freue mich so für euch beide und für Nick natürlich auch. Wir haben uns wirklich gefreut, dass du auch im Krankenhaus warst. Du weißt doch, Ted, ich habe euch alle sehr gern, die ganze Familie. Sissy, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dir danke, dass du meinen Sohn von Gina weggenommen hast. Ich weiß jetzt, dass dir sein Wohl am Herzen liegt und dass du dir für ihn ein Zuhause wünschst, wo er geliebt wird. Ich kann ihm das jetzt geben, Sissy. Ach, lass uns später darüber reden, ja? Im Orient Express. Ich rufe dich an und sage dir, wann wir uns treffen. Und ich verspreche dir, ich bringe die Entscheidung über Brandons Zukunft mit. Ich weiß, dass du richtig entscheiden wirst. Was hast du mit Brandon vor? Tja, war ein aufregender Tag, Ted. Wir hätten fast deine Schwester verloren. Ja, ich weiß. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Der ist eine Käpfer, die sind alle widerstandsfähig. So schnell gehen wir nicht unter, was? Du hast mir immer noch nicht gesagt, was mit Brandon ist. Ich werde das tun, was ich immer tue, Ted. Was am besten für die Familie ist. Hey! Womit habe ich denn das verdient? Oh, Cruz. Heute ist der schönste Tag. Es ist wie Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. Nein, halt, es ist noch mehr als das. Heute ist mein Glückstag und ich könnte die ganze Welt umarmen. Immer mit der Ruhe. Wie war es bei den Captains? Oh, ich war natürlich zuerst bei Brandon. Und dann redete ich mit CC. Er hat mich angelächelt. Und? Und? Das reicht doch wohl. Cruz, das ist doch ein gutes Zeichen. Ich hatte ihn gebeten, mir von seinen Plänen für Brandon und mich zu erzählen und er hat gelächelt. Gut, und was sagt er? Was sagt er dazu? Noch nichts, aber heute Nachmittag, da will er es mir sagen. Und ich kann mir denken, wie seine Entscheidung ausfällt. Nein, du kannst dir gar nichts denken, Santana. Vergiss bitte nichts. Versprochen hat er dir gar nichts und du weißt auch nicht, was er denkt. Er hat vielleicht völlig andere Vorstellungen als... Jetzt fang du nicht auch noch an, Pessimismus zu verbreiten. Wieso? Gibt es noch einen, der versucht, dir alles auszureden? Ja, Mama. Sie möchte nicht, dass man mich enttäuscht. Du solltest auf deine Mama hören. Sie ist eine kluge Frau. Du bist charmant und klug. Aber auf dich höre ich genauso wenig. Du hörst also nicht auf mich. Ich kenne doch CC. Er ist eigentlich ein guter Mensch. Seine Entscheidung wird gut sein für Brandon. Er wird tun, was er für gut hält. Cruz, er kann mir diese Bitte nicht abschlagen. So grausam ist er nicht. Brandon ist mein Sohn und er gehört zu seiner Mutter. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass er bei mir ist. Und das schon immer. Mein ganzes Leben lang war das mein größter Wunsch. Du hast ihn sehr lieb, den kleinen Rackern. Oh ja. Ich könnte mir vorstellen, du bist sauer auf mich, weil ich so einfach reingeplatzt bin, ohne vorher anzurufen. Wie kommst du denn darauf? Oh, ich bin sicher, du hast heute Nachmittag noch etwas vor, oder etwa nicht? Nicht direkt, aber es ließe sich was arrangieren. Um ehrlich zu sein, ich freue mich, dass du hier bist. Sehr sogar.
mich nie mehr loslässt. Es ist ein Gefühl, als könnte nicht schiefgehen. Ich habe Brandon und dich. Alles wird jetzt gut. Alles wird gut. Santana, ich hoffe, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Denn das ist mein größter Wunsch. Entschuldige, ich wollte dir eigentlich gar nicht so viel über meine Gefühle erzählen. Das ist nicht immer klug. Naja, vielleicht ist es besser, wenn ich mich zurückhalte und meine Gefühle nicht zeige. Nun seien Sie doch vernünftig. Bitte, Mr. Hart. Jetzt hören Sie doch endlich auf. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bleibe hier. Punkt, Ende der Diskussion. Verstanden? Aber in diesen nassen Kleidern werden Sie sich womöglich den Tod holen. Sie sollten auf jeden Fall nach Hause gehen und sich umziehen. Ich danke Ihnen, aber ich bleibe lieber hier und warte, bis ich Kelly sehen kann, wenn's recht ist. Ist recht. Ganz wie Sie wollen. Aber es dauert eine Weile. Vielleicht warten Sie bis morgen. Dr. Fox, Dr. William Fox, bitte in die Radiologie. Ich warte auf. Was auch immer da draußen passiert ist, wir sind beide verantwortlich. Ich will dich nicht in meiner Nähe haben. Soll nicht gewinnen. Noch ist er mich nicht los. Wer ist da? Wer sind Sie denn? Tante Gina? Tante? Ich heiße Haley, Tante Gina. Ich bin deine Nichte.